Wandern und Fotografieren im Winter an der Mosel. Herzlich willkommen, neuer Tag, neues Abenteuer. Und hier ist eine Stelle, die zeige ich euch jetzt mal. Da wollte ich unbedingt mal hin, weil da sind schon einige schöne Videos entstanden. Ich werde mal gucken, ob ich sie finde, dann werde ich sie verlinken. Bin schon gut auf Tour, habe schon einige Fotos geschossen. Ich weiß aber nicht, ob das alles was geworden ist. Ich muss mal gucken mit dem Schnee. Das Ganze einfach alles zu fotografieren. Wen weiß ab gleich. Aber ich denke, im Foto kriegt man doch schon was Gutes raus. Jetzt stehe ich hier in Löw am Startpunkt der Rundwanderung. Habe ich Bock drauf. Traumfädchen. Und ich gönne mir jetzt hier eine Pause. Und dann geht das Video natürlich hier weiter. Aber hat schon Spaß gemacht. Waren schon schöne Aufnahmen. Die werde ich euch jetzt hier in dem Video präsentieren. Viel Spaß damit.
sehr gute Pause gemacht, also sehr gut gestärkt. Und jetzt geht es hier für mich in die Wildnis rein. Da war ich noch nie gewesen, habe ich noch nie gesehen. Geht der Weg hoch. Also das sieht sehr abenteuerlich aus. Auch hier natürlich der Wald. Schön überall Schnee drin, wie sich das hier hört. Macht sehr viel Spaß bei dem Wetter. Winterwandern an der Mosel. Baum nach oben, das gefällt mir sehr gut. Muss man erstmal alles hier genießen. Fotos werde ich verlinken. Ja, macht Spaß. Der Weg sehr matschig übrigens. Ab und zu rutscht man, aber sonst kein Thema. Ist jetzt noch nichts passiert. Warum bleibt das auch so? Glaube ich aber nicht. Wenn hier Schmutz an der Jacke ist, das ist von der Wilden ändert übrigens. Video müsste jetzt online sein. War eine sehr krasse Tour. Besonders am Ende ging es sehr heftig zu. Von daher kann es sein, ein bisschen Schmutz. Ich hoffe, ich falle heute nicht hier hin. Aber jetzt gehen wir erstmal schön in die Natur. Da sind wir auf der Rabenlei, super schöne Aussicht und ich habe gerade hier die Legri an und alles steht auf dem Kopf, auf dem Display, ich weiß gar nicht warum. Ich muss das dann wohl im Video drehen, aber das war noch nie gewesen. Von der Bildqualität ist jetzt die Legri am Start, weil die anderen Akkus leer sind. Muss man mal gucken, wie man das hinkriegt. Ich habe jetzt versucht eine Endstellung zu machen, aber das war noch nie gewesen. Von daher habe ich keine Erfahrung, wie das ist, aber jetzt sind wir am Aussichtspunkt, gucken schön runter. Jetzt mache ich mir schön mal was Heißes zu trinken, Kaffee, dann mache ich noch ein paar schöne Aufnahmen.
Eine Tour, die mir sehr gut gefällt im Winter. Also das hat sich sehr gelohnt, die Tour zu gehen, und ich freue mich jetzt auf weitere Touren. Am Ende hier des Videos werde ich natürlich wieder einige schöne Touren verlinken, aber das hier, das hat was. Am Ende gab es nochmal sehr schöne Pfade durch die Natur, natürlich durch den Wald, wollte ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Weiter geht's. Schöne Grüße hier von der Mosel und danke fürs Dabeisein.